Hallihallo und herzlich willkommen bei Assassin's Creed. Ich bin der Baumel und ja, ganz recht, das Mützchen ist wieder da. So, der Sommer ist, hat sich ein wenig zurückgezogen und er hat so seine Spuren hinterlassen. Irgendwie riecht die Mütze komisch, aber das soll nicht euer Problem sein. YouTube überträgt ja zum Glück keinen Geruch. Und es fühlt sich so gut an, wieder mit dem Ding auf dem Kopf. Ach, da müsst ihr mein schwindendes Haar nicht betrachten die ganze Zeit. Aber das Let's Play ist ja zum Glück... auf dem Animusplatz. Ja, gleich. Geht gleich los. Let's Play ist ja zum Glück eh ohne Haare. Facecam, meine ich doch. Facecam. Kann er, während er hier steht, eigentlich nochmal an den Computer gehen? Nein. Wir fangen eine neue Aufnahmesession natürlich... Oh, ihm jetzt so in den Nacken hauchen. Wir fangen eine neue Aufnahmesession natürlich wie immer an, nämlich im Realraum und quasi starten... Setzen Sie sich auf den Animus. Genau das wollte ich gerade vorschlagen und ja, starten jetzt gewissermaßen das Spiel im Spiel. Wir wollen ja mal nicht vergessen, dass das alles, was wir da erleben, nicht real ist, ne? Das, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es ein Computerspiel ist, es ist nur eine Erinnerung. Wir Zeit, machen das Programm ja nicht... zu starten. Ja, Leute. Okay, ich hab's verstanden. Ihr wollt mir gar nicht zuhören. Ich soll einfach auf den Knopf drücken. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Findest du? Fassaden erklimmen dagegen nicht. Ich finde, man sollte gar nicht auf Dächer klettern wollen. Tun. Genau das werde ich jetzt auch tun. Ich werde gar nicht mehr rumklettern, springen, hangeln. Gut, okay, ich muss ja erstmal rausklettern. Das ist erstmal eins, aber wir werden jetzt ein Teil der Masse. Die Masse ist unser Schild. Unser Mantel, unser Deckmantel, unser Verbündeter, unsere Waffe, die wir gegen unseren Feind richten werden. Über den ich erstmal noch ein paar Infos sammeln muss. Und wo könnte man das nicht besser tun als bei einem Taschendiebstahl? Ich mag Taschendiebstahl. Was haben wir noch? Eine Befragung? Gut, okay. Oder Informantenherausforderung? Nee, du, schönen Dank. Das ist, glaube ich, das mit dem Bogenschützen abstechen, oder? Was haben wir hier noch? Informantenherausforderung? Dachrennen. Ich glaube, das probiere ich mal. Bei dieser anspruchsvollen Steuerung kann ich auch immer wieder sagen, mein Controller sei dran schuld. Entschuldigung, kein Rock. Ja, danke schön. Ja, so. Bisschen joggen darf ich ja wohl, oder? Ich darf halt nur keinen anrempeln, oder? Ja, du brauchst Nahrung. Ich brauche Nahrung. Alle brauchen wir Nahrung. Das ist doch furchtbar. Ach, guck mal, ich darf sogar Leute über den Haufen rennen, ohne dass sich gleich jemand aufregt und mich töten will. Das ist zu nett von euch, Leute. Viel zu nett. Ihr dürft nicht immer so nett mit mir sein. Wo ist denn jetzt der Informant? Wo ist denn der? Oh, Herausforderung Rennen, ne? Der muss so hier laut Karte genau um die Ecke sein. Nö, also an der Ecke anscheinend nicht. Aber hier ist ein akzeptabler Weg aufs Dach zu kommen. Da werde ich den doch mal gehen. Da ist er. Wunderbar. Ach. Schlechte Neuigkeiten, Bruder. Ich habe heute Morgen einen Templer getötet. Nun, das ist wohl eher eine gute Neuigkeit. Ich habe sogar einen Brief bei ihm gefunden. Ich gab ihn nur mal ihr. Aber eurem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat er ihn euch nicht übergeben. Nun, dann geht. Sucht nur mal ihr und nehmt den Brief in Empfang. Suchen? Jetzt müsst ihr auch noch selber suchen. Da hinten lang, ja, okay, gut. Okay, das ist eine interessante... Da unten... Was hat er gesagt? Das klang, als würde er gerade ersticken. Moment... Ich suche gerade ein bisschen mehr nach akzeptablen Wegen. Und das hier ist ein sehr akzeptabler Weg. Das muss ich mir mal gleich angewöhnen, Leitern zu nutzen. Die habe ich ja sowieso immer genutzt. Oh, ich kletter so gerne auf den Dächern rum. Und diese Informantenherausforderung ist gerade die beste Ausrede. Oh, schade. Die beste Ausrede, um mal so richtig schön abzuklettern. Andahasel, genau. Genau. Das sage ich auch immer. So, hoch. Immer geradeaus. Hm, ist ja total einfach. Ich glaube, es wird nicht immer so einfach bleiben. Wobei das ja jetzt hier schon ein gehobenerer Schwierigkeitsgrad ist. Ja, ja. Ich trete, schlage, boxe. Nee, das wollen wir eigentlich nicht machen. Kawabanga! Das war super einfach und hat auch noch richtig Spaß gemacht. Hier, nehmt dies. Ich habe überall nach euch gesucht. Jetzt kann ich endlich zurück nach Masyaf. Zum letzten Mal habe ich meine Hilfe angeboten. Wie, zum letzten Mal hast du deine Hilfe angeboten? Ja, du hast ja noch was am Schuh. Was heißt hier, zum letzten Mal hast du deine Hilfe angeboten? Hast du keinen Bock mehr auf Assassinen sein, oder wie? Das war der falsche Knopf. Da wollte ich hin. Ich will mal im Gedächtnislog gucken, was das für ein Brief ist.
Juba, ihr scheint davon besessen, alle Schriften der Stadt zu zerstören und jeden Tag scharen sich mehr Anhänger um sich. Sie treffen sich an der Marschall Kashahadalasha, dort kann er angetroffen werden, umgeben von seinen loyalsten Männern. Die sind doch immer alle von ihren loyalsten Männern umgeben, oder ja? Meister, wir sind der Vollendung nahe. Bald wird die ganze Stadt gereinigt sein. Jeder Tag findet weitere die Erleuchtung und... Jeden Tag finden weitere die Erleuchtung und schließen sich uns an. So, ihr weitere Befehle habt, sendet sie an die Mahatashakara Hashara. Dort kann ich mein Lager aufschlagen, umgeben von meinen treuesten Gefolgsleuten. Der Assassine wird mich heimsuchen, so wie er die anderen heimsuchte. Ich fürchte den Tod durch seine Hand nicht, doch möchte ich ihn warten lassen, bis unser Werk vollbracht ist. Ich werde euch über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Jay. Jay. Jay! Okay, Jay, wer ist Jay? Ich weiß nicht. Kannst du mit Kamera hin? Wollen wir die wirklich retten tun? Na, tut und tun. Und kabum! Schade! Aber war ein netter Versuch! Hä? Hä? Wie ging das nochmal hier? So, ja, okay, das ist ein schöner Knopf, den merke ich mir. Hey, hey, das hab ich sowas von kommen sehen. Das ist ganz schön... okay, das hab ich nicht wirklich kommen sehen, aber den. Hoppa! Immer ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. Ich will nur einen Bürger retten. Wir können das alles wie vernünftige Leute lösen. Hep, hep, hep! Jo, das Entwaffnen hat zum ersten Mal funktioniert. Hoppa! Ich würde die viel lieber töten, als den immer nur ans Bein zu treten. Ja, das ist ein guter Move. Der da ist geschwächt. War das kein Entwaffnen gerade? Och, diese langgezogenen Hiebe sind jedes Mal bekrauen für meine nicht vorhandenen Reflexe. Hä? Komm, du darfst nochmal zuhauen. Und, nochmal. Jetzt. Sauber, und danach muss ich mich hier ganz schnell verpissen. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Oh ja. Quatsch dich aus, Oma. Ich habe keine Zeit. Da drüben wittert jemand, mich. Vor allen Dingen wittet er mich. Wittet. Und andere sind verwitwet. Lulululu. Überall Wachen und Banditen. Oh, Banditen. Banditen sind praktisch. Komm her, Mann. Danke. Entschuldigung, Jungs. Kann ich mal gucken? Hier, ja, danke. Danke, danke, danke. So. Da oben war doch, glaube ich, eine Wache, oder? Sag mal, was habt ihr da eigentlich immer drin? Sind das Eier oder Kartoffeln oder... oder Bananen? Hast du da Bananen? Was ist denn das? Warum ist da Stroh drin? Sind das Bananen aus Bodenhaltung? Weiß der Geier, was das ist. Ja, ich bin nur am Joggen. The Fitness und so, wisst ihr? Nix klettern. Nein, ich kletter doch nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie ihr auch. Normaler Mensch mit ganz normalen verborgenen Klingen, der ganz normale Frauen rettet. Oh, war ja. Das war nicht der richtige Knopf. Aber keine Sorge, ich komme noch dahinter. Hep, hep, hep. Uiuiuiui. Hepsa! Oh, jo, jo. Na, jetzt hab ich dich aber. Meine Güte. Aha. Aha. Viel zu offensichtlich, dieser Angriff. Weier. Weier. Heps. Jetzt hab ich dich. Oh, das ging fix und gründlich. Oh, da war ich gerade im Move. Zack. Hä? So, Jungs, ihr könnt noch weglaufen, ne? Noch erlaube ich es euch. Aha. Blocken kann ich mittlerweile. Ja, und den langen Angriff gekontert, du Hund. Bam. Ach, so, Vibe, sag mir, dass sich das gelohnt hat. Oh. Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Gepriesen sei die Leiter dahinter dir. Du, das ist doch ein akzeptabler Weg, ne? Ich renne nicht weg, ich benutze Leitern. Ich benutze Leitern, denn ich habe dazugelernt. Ja, ich schere mich übelst krass davon. Siehst du, wie ich mich davon schere?
So, und Leitern sind doch sicherlich auch ein akzeptabler Weg, um wieder von Dächern runterzukommen. Na genau. Ach, wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Das ist ja auch schier unglaublich. Ach, diese Prediger. Okay, ich knöpfe mir jetzt einen Prediger vor, weil die mir auf Cakes gehen. Was ist unser Status? 2 von 6 Nachforschungen komplett. What? 6? Ach so, es werden nur 3 benötigt. Okay, gut. Nee, da mache ich dir lieber den Diebstahl. Da kriegt man nämlich eine Karte und da sind lustige Dinge drauf eingezeichnet. Diebstähle sind eigentlich immer toll. Die sind einfach. Ich muss niemanden umbringen. Ja. Spur des Schreckens. Überall, wo ich nur hingucke. Aber die mache ich selber. Da brauche ich keinen anderen für. Komm, kleine Akrobatennummer, weil gerade niemand zu... Oh, nee. Da vorne ist einer von der Sorte, von der Fiesen. Ah, kurz. Ich hab noch Messer? Gut, ich hab noch Messer. Umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen, die Herrschaft über eure Seelen erringen wollten. Nur wenn diese Werke dem reinigenden Feuer übergeben werden. Aber wer sagt denn, dass ich nicht beides machen kann? Keinen Schaden mehr anrichten. Jubair sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Wieso wollt ihr denn die Schriften vernichten? Wieso piep ich? Gab noch keine Handys in der Zeit. Okay, gut, wir verfolgen den jetzt mal wieder bis zu einer abgelegenen Ecke, wo nicht unbedingt Stadtwachen rummern. Wobei, wenn man sich mit kloppt und die Stadtwachen schauen zu... Denkt ihr nicht, dass ihr mir ein bisschen zu nahe seid? Och nö, weißt du, Privatsphäre ist ungefähr eine Armlänge Abstand, die halte ich vollkommen ein. Finde ich in Ordnung. Du nicht? Belästigt jemand anderen? Was, wie, du belästigst mich gerade? Wollen wir, dass wir uns da mal nicht falsch verstehen? Ich habe jede Menge Messer und Schwerter an mir dranhängen und du bist echt der Meinung, du solltest dich mit mir anlegen? Oh, wie er sich schon die Hände reibt da. Naja, egal. Attacke! Hä? Achso, ja. Attacke! Bäm! Kriegst du kleiner eine hinterher. Komm, traust du hier nicht nochmal, hä? Oh, er traut sich nochmal. Oh, der ist langsam. Da kann ich 2 Hiebe landen. Nee, kann ich nicht. Bäm! 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 Och, die ganzen Bullies hier. Was machen die denn hier? Das hättet ihr besser nicht getan. Oh, hört auf mich zu hauen! Ich will doch nur den Aim-Typen da... Wieso verteidigt ihr den denn? Oh, Gott sei Dank. Gewalt ist keine Antwort, mein Sohn. Natürlich nicht. Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Welche. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Worte auf diesen Pergamenten, sie sind Gift. Jubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ja, die Welt ist lila. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Was waren jetzt die Infos, die wir gekriegt haben? Dass der seinen Chef mag? Das war jetzt nicht so wirklich die Info, die ich wollte. Okay. Ich bringe mich jetzt mal noch eben ganz schnell in Sicherheit. Ganz schnell. Och, dass die immer so in ungünstigen Momenten aufstehen müssen. Leiter ist schneller und sicherer, wenn er oben. Da drüben sehe ich schon was zum Verkriechen. Wieso habe ich heute so krass sächsisch drauf? Es macht übelst Laune. Nimm die Beine in die Hand, Junge! Rein hier! Schön. Zauber! Toll, voll der Assassine. Übelst nice. Okay, wenn das mal nicht der perfekte Moment ist, um die Aufnahmesession zu beenden. Warte mal, wie ging das jetzt nochmal? Schon so lange nicht mehr gemacht. Ha, so ging's. Und ich drück noch Stopp im Hintergrund. Ja, ich muss sagen, es geht ganz gut, ja. Ein bisschen mehr auf der Straße rumlaufen und nur über die Dächer abhauen. Mal gucken. Ich muss mich jetzt erstmal ganz krass umgewöhnen. Was mir dieses Mal jedoch leicht fällt, denn die Aufnahmesession hat ja gerade erst angefangen. Und ich, wenn ich schon zurückhaltend anfange, dann muss ich mich im Nachhinein nicht bremsen. Ich hoffe, dass wir
dieses Attentat noch hinkriegen. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann dürfen wir den Animus wieder verlassen, oder? Oder? Nee. Nee, danach ist noch eine Stadt. Gut, okay. Ich glaube, bei der nächsten Stadt weiß ich schon in etwa, was da abgehen wird. Aber was jetzt hier mit dem los ist, da muss ich erst mal ein gemütliches Stückchen Knackwurst essen. Theoretisch durften wir jetzt schon zum Büro zurück und mit dem Leiter sprechen und das Attentat durchführen. Ich will aber noch die Diebesmission machen. Also das habe ich mir jetzt noch fest vorgenommen. Weil da kriegt man ja immer ein Schriftstück. Und auf den Dingern steht meistens drauf, wie man am besten irgendwo rankommt oder wo die Wachen laufen. Und vor allen Dingen sieht man da mal den Platz, an dem das Attentat stattfinden wird. Und den will ich auf jeden Fall vorher noch untersuchen, bevor wir zum Büroleiter zurückkehren. Das heißt, nächste Folge wird nochmal ein bisschen Recherchearbeit. Und dann ziehen wir den Strick zusammen. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis es soweit ist, sage ich. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.